Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, bei einer neuen Folge von To The Moon. Die Adleraugen unter euch haben jetzt bestimmt bemerkt, dass die Kamera eine andere ist, weil meine andere Kamera irgendwie kaputt ist, musste ich meine Digicam nehmen. So, Leute, wir sind letztens hier stehen geblieben. Es geht darum, uns fehlt, wie gesagt, dieses entscheidende Teil, was in Johnnys Vergangenheit passiert ist. Und ich dachte mir, die Nachfrage nach To The Moon ist nach wie vor extrem groß, was mich sehr freut. Es tut mir auch leid, dass es nicht so oft Folgen kommen. Augen zu und durch. Und ich denke, ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal bemerken, was jetzt eigentlich passiert ist, weil das wissen wir immer noch nicht. Genau, da ist die Erinnerung zerbröckelt. Und jetzt geht's los, Leute. Taschentücher bereit? Ich hab hier meine. Und seid ein bisschen brav, gell? Du doch. Es hat funktioniert, ich kann es kaum glauben. Wir sind also tatsächlich durch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Oh, die Musik zeigt von was nicht so toll. Nein, vorhin in Johnnys Zimmer. Ist dir da etwas Seltsames aufgefallen? Was genau? Da war etwas Seltsames. Hast du es nicht gesehen? Ich glaube nicht. Schon gut. Ich hoffe nur, dass ich Unrecht habe. Oh, was hat sie entdeckt? Warte mal, da sind spielende Kinder. Nee, spielende Kinder, das ist die spielende Mutter. Auch nicht. Okay, warte mal. Wow, das ging fabelhaft. Ich weiß, okay, irgendwann musst du sie mal dorthin mitnehmen. Oh, was hier passiert? Das sieht aber eher nach, weiß nicht, das ist nicht so eine fröhliche Stimmung hier irgendwie gerade. Also das hat ja, also das Gespräch war, konnte man anders interpretieren. Aber hier, was ist denn hier passiert? Wir sind in der Nachbarschaft. Oder worauf geht's jetzt? Müssen wir runter? Was ist hier los eigentlich? Warte mal. Oh, da ist der Johnny. Johnny! Oh, wer rennt denn hier? Himmel! Die Zeitüberlappung gerät aus Kontrolle! Sieh dir mal an, wie viele Exemplare von ihm hier sind. Das ist richtig so! Hm. Okay, irgendwas passt da nicht so ganz. Warte mal, da. Mit denen könnten wir reden. Komm her, 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 you little shit! Du kleiner Kackhaufen, komm her! Ach komm! Ah, sieht so aus, als würde sich der Ball von allein bewegen und er ihm nur hinterherrennen. Welcher Ball? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Leute. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Oh, was ist hier? Oh Gott, sieh mal auf die Uhr! Ich mache mich bloß auf den Weg, das Geschäft macht halt früher zu. Oh, pass auf dich, Martha! Grüß die Jungs von mir! Mach ich, wir sehen uns! Ja, das ist wohl eine Sackgasse. Und worauf wolltest du ihn raus? Vergiss es einfach, vielleicht hatte ich auch mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort, er ist so friedlich. Was ist da los, Leute? Ich habe ein bisschen Angst gerade. In dieser Erinnerung existiert nichts, was so etwas auslösen konnte, außer... Verdammt, ich Idiot! Wir müssen umkehren sofort! Moment mal, was denn jetzt schon wieder? Halt einfach die Klappe und komm! Was ist los? Ich habe gerade extrem Gänsehaut. Fuck! Das ist passiert. Ich verstehe das nicht. Er war bewusstlos. Wie könnten wir das hier sehen, wenn er selbst niemals gesehen hat? Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das ja auch nicht. Was? Sein Bruder. Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Johnny hat ein Etagenbett. Joey!
Oh mein Gott, er hat seinen eigenen Bruder tot gefunden. Joey, kannst du mich hören? Joey? Warum hast du Joey überfahren, Mann? Warum hast du ihn überfahren? Joey, wach auf, Joey. Wach auf! Joey. Auch wenn sie noch so klein waren. Einen Zwillingsbruder zu verlieren, ganz davon abgesehen, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blocker, um die Erinnerung auszulöschen. Nicht, dass dann noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blocker genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Scheiße, zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname für Johnny war. Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Ich mag das hier nicht, lass uns gehen. Sieht aus, wäre das hier nicht die einzige abgekoppelte Erinnerung gewesen. Seltsam, er baut keine Barriere mehr auf. Mal nicht den Teufel an die Wand. Scheiße, wir wissen, was finally passiert ist. Der Bruder ist gestorben. Oh, das ist noch die Zeit davor. Oh Mann. Mann, das musst du unbedingt auch mal lesen. Ich meine, echt jetzt, die Serie ist einfach nur genial. Ich habe schon 3 Bücher einfach so weggelesen. Was liest du denn? Animorphs. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpft, die deine Gedanken kontrollieren. Ach, dieses seltsame Alien-Zeug ist nichts für mich. Wieso nicht? Das ist der Hammer. Statt zur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden, die größten Wesen in den Schicke reißen. Machen sie immer so. Und dann kriegen sie Laser. Und dann ist so. Peng, 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 peng. Peng, 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 peng. Lass das. Hihi. Du wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Dann schreibe ich die coolste Geschichte überhaupt. Und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst. Ich werde uns reich machen und dann kaufe ich dir und Mom richtig dicke Villen. Willst du uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind? Umsonst für die Kinder. Die Eltern müssen bezahlen, ist doch klar. Klar, ich bin ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Was ist? Bist du immer noch sauer wegen neulich? Jetzt komm schon, ich habe als erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Habe ich verschenkt. An einen Penner? Pass auf, es geht nicht nur um neulich. Du weißt, dass du immer Mams Liebling warst. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Erinnerst du dich an letzte Weihnachten? Und letzte Ostern, als wir angeln waren und... Okay, okay, weißt du was? Du kannst mir Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Yep. Ich meine, nach deiner Logik wird sie mir ja einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal, Johnny. Welchen Unterschied macht es schon, wem von uns was gehört? Alles, was meinst, ist auch deins. Ich meine, wir können doch beide damit spielen, stimmt's? Stimmt. Siehst du? Ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist ein Teil von mir. Ey, komm, lass uns die Nachbarn foppen. Er ist nur lieb, Mann. Das macht mich gerade voll traurig. Warte mal, im Regen? Ja klar, im Regen, komm schon. Es ist so traurig, so sollten Geschwister sein, Leute. Animorphs halten, okay. Wow, das war schnell. Nicht genug Memory Links vorhanden? Ah, jetzt. Das, so sollten Geschwisterliebe sein, Leute. Und nicht einfach Scheiße. Meine blöde Schwester. Man sollte die Liebe spreen, Kinderlands. Oh, Jahrmarkt. So eine Art Jahrmarkt, nicht? Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf, um zu quatschen. Okay. Och, jetzt hast du es vermasselt.
Früchte! Äpfel, Orange, Tomate, wir machen es! Moment mal, Tomate sind keine Früchte! Doch sind sie. Sind die Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner, das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten, wir bezeichnen diese absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nur mal gerne in der Gruppe, okay? Und einige von uns nehmen das sehr ernst. Oh, da ist der Joey und der Johnny. Aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen einen Teddybär tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na komm, John, mach keine Szene. Joey hat ihn zuerst gewonnen, fair und gerecht, oder etwa nicht? Aber ich habe auch gewonnen! Nur weil er von mir vor mir dran war. Hihi. Ist schon okay, du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Okay, ihr Hefeklöße, blockiert mal nicht den ganzen Stand. Komm, wir schauen, was es da drüben gibt. Ich bin kein Hefekloß. Das sind so liebe Kinder. Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklößchen. Du bleibst doch nur Hefeklößchen. Ah ja, das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesen ihr könnt ein Anwalt werden und aus diesen ihr ein Arzt. Oh Gott. Kommt ihr zwei, ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Oh, wir müssen ihnen also folgen. Wohin laufen sie denn? Wo seid ihr? Kinderlein! Also gut, wir sind am Jahrmarkt. Das ist natürlich, wo noch sein Bruder dabei war. Es werden 3 Memory Links benötigt, um vorzuschritten. Okay, dann werden wir uns mal hier aufhalten. Oh, das war traurig mit seinem Bruder. Das zieht mir ein bisschen runter. Da hatten sie so eine schöne Zeit und das ist, hallo, Jahrmarkt ist schon cool. Also, Prater ist es bei uns in Österreich. Und da kommt so eine Scheiße dabei raus. Wo seid ihr denn, Kinder? Ah, da unten? Ach komm, warte mal hier. Nee, komm, wie muss ich denn reden? Ja, hallo, nix, nothing. Nothing else matters. Wo sind die denn? Aber da ist doch was. Da ist doch ein Fragezeichen. Keine Chance, ich rede nicht mit dir. Gut oder schlecht, mir ging es so oder so an den Kragen. Aha. Wo sind die? Sind die oben? Ah, ich hab's gefunden. Willkommen, ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert das überhaupt? Natürlich nicht. Was? Sieht aus, als hätte jemand ein paar Stühle an ein Mühlrad geklebt. Ist mir total egal. Ah, lol, okay, jetzt hab ich's gefunden. Ich muss mit den Leuten also reden. Okay. Ja, wer weiß denn das? Ah, mit dir? Nein. Ah, ich muss mit den allen reden. Wer lässt denn mit sich hier interagieren? Die braten gerade einen Schnitzel. Das sieht das geschulte Wiener Gourmet-Auge. Wie viel Beta-Blocker habe ich eigentlich? Ich glaube, 2 habe ich. Wollt ihr ein Spielchen wagen? Entschuldigung, ich habe gerade nicht gelesen. Einfach auf alle Knöpfe drücken und alle Preise gewinnen. Yeah! Oh nein. Los geht's. Wow, ich mach die Scheiße fertig. Maus benutzen empfohlen. Gib her. Ich bin der Pro. Komm her. Bam. Komm her, Motherfucker. Oh, fuck. Oh, no. Ah, ich bin aus dem Spiel geflogen. Okay. Ich hab das. Bam. Komm her! Ich mache fertig! Oh! Bam! 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 Okay! Ah, nein! Ich hab's schon wieder verschoben! Oh, fuck! Ich hab's verschoben! Oh, nein! Okay! Ach komm, wie viele noch? Puh. Die Zeit ist um! Ich hab gewonnen! Aber wie? Da wollen wir mal sehen! Bei 44 gesichteten Zielen hast du 72 Mal zugeschlagen und dabei 42 Mal getroffen. Das ergibt eine 95% Trefferquote. Das ist ein Rekord für dich. Pa! Bitch! Okay, wir haben es geschafft. Wir haben 3 Beta-Blocker, also jetzt können wir noch weitergehen. Jetzt ist dann diese Barriere da offen oder sollte offen sein, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir gehen da durch. Oh, was ist denn hier? Was? Oh, Johnny! Da unten ist der Johnny. Yum. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du denn diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Sauer und super, das sind sie. Probier doch mal. Nee, ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny.
Wer weiß, vielleicht kommst du dann auf den Geschmack. Genau. Nee. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf dem Spielplatz und nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche, ich passe für dich auf. Nee, das ist meins. Ich habe es gewonnen. Er rennt einfach weg. Eingelegte Oliven. Ich habe einen Tipp erhalten. Okay, eingelegte Oliven. Was ist hier links? Schauen wir noch mal schnell nach links. On the linker side. Ah, okay, das ist derselbe Weg. Dann gehen wir mal zurück. Zu kleinen Johnny. Aber die Musik ist ein bisschen... Na gut, ich meine, sie erhebt das Gemüt und sie macht dich ein bisschen glücklicher. Aber auf Dauer ist auch ein bisschen... Es sind 5 Memory Links benutzt, benötigt? Wo ist denn der Shit? Komm, einen will ich noch haben. Ah, da oben vielleicht, oder? Yeah, ja natürlich, den Chor musste ich machen. So sieht den Chor. Okay, okay. Wo gehen wir hin? Oh, da ist der Johnny. Okay, Leute. Aber wir machen im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und die Freunde. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. War ein schöner Part. Wenn es gefallen hat, wie gesagt, und in der nächsten Folge dann sehen wir, also ich glaube, ich weiß, was passiert. Ich glaube, ich gebe mal einen Tipp ab. Es könnte was mit River zu tun haben. Vielleicht treffen sie sich zum ersten Mal, weil bis dahin kannte er sie noch nicht. Also Leute, 3, 2, und ich lasse euch nicht lang warten jetzt mit Tudemon. Keine Sorge, bevor ihr wieder macht, du Immun. 3, 2, 1, ciao! Achtfeld repräsentieren. Das heißt, nächste Woche Freitag werden wir uns um 20 Uhr am Abend treffen auf dem Server, der hier eingeblendet wird. Es ist ein Battlefield 3 Server, es ist ein Battlefield 3 Community Event. Teamspeak haben wir. Der Battlefield 3 Server wurde von Game.de gesponsert. Und zwar folgendes: Der Server ist übrigens die ganze Zeit schon online. Also das heißt, es ist auch jetzt schon gestartet drauf zu spielen. Man muss